Brauchst du ein Pferd? So, 2 Tage Big Boss Iron Fist. Das passt doch ganz gut. Klick. Ja. Und weil wir es können, fliegen. Zip. Sehr schön. Fliegen abermals zu Wilbur Humphrey, der anscheinend doch eine wichtige Persönlichkeit ist, weil recht viele Quests zurück zu ihm führen. Halt, Weltmeister Nikolai Ironfist. Perle der Reinheit. Was ist das? Du hast die Perle der Reinheit? Ich dachte Balthasar... Oh nein, er ist tot, oder? Ich werde sie von jetzt an aufbewahren, wie er es gewünscht hätte. Ich danke dir in meinem und in seinem Namen. Okay. Wir brauchen immer noch die Perle der Verwesung. Wir brauchen ebenfalls immer noch Glasflaschen. Auch wenn die Relevanz eher bei der Perle der Verwesung ist. Das nehmen wir mal mit. Trefferpunkte plus 1. Panzerstiefel. Haben wir alle schon Panzerstiefel? Was? Stahlstiefel? Stahlstiefel? Nö. Kauf bitte die Panzerstiefel. Und lass sie dir ordentlich verzaubern. Mal gucken. Reaktion plus 12. Das nenne ich ordentlich. Hier. Kannst du anziehen. Ein Segensring kann auch noch verzaubert werden. Die Schwerte können da bleiben. So, war das genug für einen Stufenaufstieg? Ja, war es. Haben wir noch Gold für einen Stufenaufstieg? Ja. Doch, können hinkommen. Aber wir wollten, glaube ich, erstmal Zaubersprüche kaufen. Was fehlt denn noch? Lloyds Beacon fehlt auf jeden Fall. Der wäre irre praktisch. Und eine Eisbombe wollten wir eventuell noch haben. Und es müssten noch 1, 2 Zauber hier fehlen. Bei Luft? Was fehlt bei Luft? Irgendwas fehlt hier. Und Wahnsinn heilen. Wahnsinn heilen ist super wichtig. Aber ich denke nicht, dass wir das hier lernen können. Das sind ja alles Basisgilden. Ja, alles Basisgilden. Das bringt uns gar nichts. Du. Stadtportal. Silver Cove. Silver Cove war ganz oben auf unserer Prioritätenliste wegen der hier wohnenden Dame, die für die Priesterschaft zuständig ist. Und das brauchen wir sehr, sehr dringend. Und wo wir gerade mal hier sind, können wir uns auch gleich umgucken nach ordentlichen klerikalen Schulen. Basisgilde des Lichts. Sicherheitsdienst? Was? Basisgilde der Erde. Also ja, wir können uns danach auch hier in der Stadt mal umgucken nach Lehrern und nach klerikalen Schulen, um zum Beispiel Wahnsinn in den Griff zu bekommen. Wer ist da? Lady Loretta Fleise, die Schatzkanzlerin. Die Lady Loretta Fleise, Baronin der östlichen See und Kanzlerin der Schatzkammer. Mhm. Großdruiden? Was? Ich bin, obwohl es schwer zu glauben ist, einer der führenden Druiden im Land. Also doch keine Priesterin. Nee, wo war der Priester? Als solche bin ich berechtigt, Druiden zu Großdruiden und Erzdruiden zu befördern, vorausgesetzt, sie erweisen sich als würdig. Um zum Großdruiden befördert zu werden, musst du die Zeremonie der Sonne durchführen. Stell dich am Tag der Sonnenwende oder der Tag- und Nachtgleiche in die Mitte des Steinkreises. In Frage kommen der... Oh, Stift, Papier. Der 20. März, der 21. Juni... Der 23. September und der 21. Dezember. Na, mal gucken, ob das irgendwie hinhaut. Wenn du zu dieser Zeit dort bist, werde ich dich magisch kontaktieren und durch die Zeremonie führen, die dich zum Großdruiden befördert. Die von deinen Leuten, die keine Druiden sind, werden dadurch zu Großdruiden ehrenhalber. Und ich bin sicher, dass diese Erfahrung sich lohnen wird. So, und wo genau? Ne? Stelle dich am Tag der Sonnenwende in die Mitte des Steinkreises. Welcher? Steht hier nicht. Sehr schön. Geld? Ich weiß zufällig, dass du zu einer kleinen Gruppe von Abenteurern gehörst, die das Wohlwollen des Hohen Rates suchen.
Wofür du es suchst, weiß ich weder, noch interessiert es mich. Ich liebe Geld. Eine gewagte Aussage für eine Druidin. Und ich will mehr davon. Viel mehr. Ich habe den Plan, den Preis für Schiffspassagen zu meinen Gunsten für eine gewisse Zeit festzusetzen und ich brauche kompetente Agenten, die ihn ausführen. Führe diese Aufgabe gewissenhaft aus und ich garantiere dir meine Unterstützung. Von den vielen Geld ganz zu schweigen. Hier ist der Plan. Jede der neuen Schifffahrtsgesellschaften muss überredet werden, mindestens x Goldstücke pro Pfund und pro Meile der zu transportierenden Güter zu berechnen. Sie stehen alle im Wettbewerb untereinander, sodass keiner handeln wird, bevor du den anderen es nicht gleich tun. Mir ist egal, wie du sie überzeugst. Erledige den Job und erstatte mir dann Bericht. 9 Schifffahrtsgesellschaften. 9 Schifffahrt. Ja, das könnte interessant werden, aber in der Schmugglerbucht sind ja 2 Abfahrtsstellen. Die werden wahrscheinlich auch beide mit reingehören. Okay. Oh, wo kommt ihr denn her? Weg mit dir. Oh, Bolzen klappt bei denen auch. Sehr gut. Weg. Weg. Und weg. Und weg. Und die da hinten sehen gefährlich aus. Diamantgargoyle. Weg. Und 38 Schaden nur. Die scheinen nicht so wirklich viel Schaden durch Magie zu bekommen. Okay, Gerogon. Hau. Und trifft nicht. Ah doch, Eisstrahl trifft Diamantgargoyle für 60. 153. Ignoriert, was ich gesagt habe. Die lassen sich ganz gut durch Magie treffen. Es war einfach nur Pech. So. Kaputt. 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 Und ich hätte gern ein magisches Auge, damit das Ganze nicht nochmal passiert. Ja, ein bisschen Gold haben die auch dabei. So, also eine kleine Enttäuschung, dass wir hier eine Druidin gefunden haben und keinen Kleriker. Aber kann man halt nicht ändern. Wie geht's? Meister des Handelns, Stufe 7 und Charisma 30. Da brauchst du 6 plus 7, also 13 Punkte für. Das wird wohl nichts. Aber merken wir uns, bei der netten Dame, die viel, viel, viel mehr Geld haben will, ist gleich um die Ecke auch ein Lehrer für den Handelsmeister. Oh, hallo. Licht und Schatten. Oh, hallo. Licht und Schatten. Oh, hallo. Begrüßt du sie, Matalana. Wie geht's? Experte in Meditation sind wir schon. Gelehrtengilde des Selbst. Körper und spirituelle Magie. Massenfurcht, Heldentum, Segen, Schutzgeist. Nö. Brauchen wir alles nicht. Hallo. Grundlagen der Alchemie. Nein. Wie geht's? Nix. Schön, dass du da bist. Mitgliedschaft beim Sicherheitsdienst. Das hatten wir eben gerade gesehen. Das sah interessant aus. Nett von dir. Das nehmen wir mal. Schön, dass du da bist. Meister der Erdmagie brauchen wir nicht. Organisiertes Verbrechen. Die Händler im Nordosten heuern Schläger an, um sicherzustellen, dass ihr Wettbewerb nicht in echte Konkurrenz ausartet. Wir versuchen diese Gegend, um diese Auseinandersetzung zu meiden. Aber ihr lässt es zu, dass eure Anführerin hier den gesamten Preis für alle Reisenden dominieren will. Es ist auch organisiertes Verbrechen so gesehen. Oh, okay. Schön, dass du da bist. Tag- und Nachtgleiche. Oh, stimmt, genau. Tag- und Nachtgleiche. Wir haben den 8. August. Juni, Juli, August, September. Jo. Also in einem Monat und ein paar Tagen könnten wir es versuchen, wenn wir wüssten, wo der Steinkreis ist. Oder welcher Steinkreis gemeint ist. Wie geht's? Was haben wir hier noch? Schön, dass du da bist. Nö. Schön, dass du da bist. Verbindung zur Unterwelt. Die Druiden im Monolithen haben einen Pakt mit der Unterwelt geschlossen. Ich weiß das, weil ich einen Druiden getroffen habe, der von dort gekommen ist. Er sagt, unsagbare Dinge gingen dort vor sich. Und wenn nicht bald etwas unternommen wird, wird die Außenwelt bald viel mehr über die Geheimnisse dieses uralten Ortes lernen, als ihr lieb sein kann. Aha.
Waffendiscount brauchen wir nicht wirklich. Schön, dass du da bist. Experte des Speers, bist du schon. Burton Rutherford, der beste Speerkämpfer des Landes, lebt in Darkmoor. Mhm. Hier können wir nicht rein. Hier können wir nicht rein. Rüstungshändler. Oh. Geht es kaputt? Sehr schön, leere Flaschen. Komm mit, komm mit, komm mit. Vielen Dank. Oh, und Hufeisen. Huf, huf, Hufeisen. Essen brauchen wir nicht. Da hinten scheint eine Festung zu sein, aber alle schön nacheinander. Nicht ablenken lassen. Wie geht's? Ein Narr. Wie geht's? Eine Messdienerin. Experte der Reparatur. Musst ihr alle später werden. In der Nähe von Burgstone ist der Meisterreparateur. Oh, hallo. Schön, dass du da bist. Berserkers Zorn. Bist du bereit, etwas Neues zu lernen? Kann da nichts mehr lernen, okay. Hallo. Meister des Lernens. Wir haben die nur einmal geholt, richtig? Ja, wir haben alle einen Punkt in Lernen. Oh, hallo. Hallo. Himmlische hallo. Orden. Also oh, hallo. Wirklich viele Lehrer sind hier nicht. Eher ganz schön oh, viele hallo. Privatpersonen. Und was machst du? Trink du mal. Achso, nur vorübergehend. Bonus. Ah, aber den Brunnen können wir benutzen, wenn wir mehr Charisma brauchen für Meisterrang in Handel zum Beispiel. Oh, hallo. Schön, dass du da bist. Wie geht's? Oh, Steinkreis. Die White Rock Inseln nördlich von Silver Cove wurden vor langer Zeit von allen zivilisierten Menschen verlassen. Sie sind jetzt die Heimat von Monstern und Verrückten. Vereinzelt riskieren Druiden ihr Leben und reisen auf diese Insel, um nach dem legendären Steinkreis zu suchen, den sie für ihre Zeremonie der Sonne brauchen. Sehr schön. Vielen Dank. Also es lohnt sich doch mal, zwischendurch mit den Pöbel zu sprechen. Schön, dass du da bist. Und so. Wie geht's? Silver Cove, Boote, nein, weiter. Schön, dass du da bist. Ja, aber viele haben hier den Steinkreis als Thema. So, ich glaube... Wie geht's? Damit sind wir jetzt durch. Nee, hier die Ecke waren wir noch gar nicht. Schön, dass du da bist. Mitgliedschaft bei Berserker Zorn sind wir schon. Wie geht's? Meister der Geistesmagie. Stufe 12. Ja, das dauert noch. Oh, hallo. Meister der Körpermagie genauso. Aber merken, ne? Meister, Geist und Körper. Spirituell war in Burg Ironfist. Hallo. Das war der Typ mit dem Schlapphut. Hallo. Bote, Experte der Lichtmagie. Ja. Gekauft. Kilo Nie. Die Lichtmagie ist schwer zu meistern und der große Lehrmeister Kilo Nie kann nur in der Nähe von Burg Alamos gefunden werden. Burg Alamos, okay. Hallo. Hallo. Der Kriegsherr. Die Festung des Kriegsherrn liegt nordöstlich von Silver Cove. Nur die stärksten Krieger werden in seiner Armee aufgenommen. Den müssen wir auch noch töten. Hallo. Suchauftrag. Cedric Druther und sein himmlischer Orden haben den Monolithen übernommen, einen antiken Ort, der den Druiden heilig ist. Ihre dunklen Rituale korrumpieren den Monolithen und sie müssen gestoppt werden. Welcher Altar auch immer Mittelpunkt ihrer Zeremonie ist, er muss geschändet werden. Das klingt jetzt irgendwie ein wenig unpassend. Also, wenn er wirklich böse ist, dann müsste der Altar gereinigt werden oder so. Aber schände du ihren Altar für uns und wir werden dich für die Zeit und den Aufwand entschädigen. Wer sind wir? Sehr dubios. Aber okay, behalten wir im Hinterkopf. Oh, hallo. So, jetzt einmal rum. Sicherheitsdienst. 6 Uhr abends. Sag nichts. Falle erkennen, Diplomatie. Ja, wenn wir später ein bisschen Gold überhaben, kann jeder mal Diplomatie lernen und... Naja, nicht so wirklich. Was haben wir hier? Tempel von Silver Cove. Basisgilde des Lichts. Erde. Jetzt dürften wir einmal rum sein.
Hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt für Expertenrang in Licht. Jetzt dürften sie aber noch wesentlich länger halten. Aber wichtige Sachen zuerst. Wir sollten zum Hafen gehen und schon mal die Preise hier festlegen. Und das schreibe ich mir auch gleich auf. Nicht, dass denn später, ne, wieder durcheinander kommt. Geschlossen. Günstige Winde. Willkommen an Bord. Wir können hier gar keine Preise festlegen. Meinte sie vielleicht die Stelle und nicht die Stege? Gucken wir mal. Hier war doch auch gleich irgendwo ein Stall. Ganz schön dunkel. Aha, Preise festsetzen. Okay. Preise festsetzen, klicken. Und das war jetzt in Silver Cove. Okay. Silver Cove. So, also noch 8 Stück. Gucken wir mal kurz auf die Karte. Startportal. 1. 2, 3, 4. Da fehlen ein paar. Hier unten ist noch einer, das wäre 5. In Ironfist ist noch einer, das wäre 6. Das wird ein bisschen länger dauern. Also das mit den Drachentürmen war ja recht einfach. Da konnten wir einfach hin und her springen und dann hatten wir alle zusammen. Aber das hier, da muss ich wirklich meine Liste führen. Na gut. Wir wollten nach Norden gucken, wo der Druidenring ist.